Hallo, mein Name ist Jörn. Willkommen bei einer neuen Folge von 4x4 Passion. Und ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen über unser Offroad-Intensivtraining in Packfitz. Jeder, der einen Geländewagen fährt, möchte ja mit diesem Geländewagen auch wirklich mal im Gelände fahren. Wie trainiert man das am besten? Am besten trainiert man es tatsächlich durch Üben, Üben, Üben. Und speziell dafür haben wir unser Offroad-Intensivtraining entwickelt, das wir zweimal im Jahr durchführen auf einem Offroad-Trainingsgelände in der Nähe von Wolfsburg. Das Offroad-Intensivtraining ist so konzipiert, dass die Gäste in kleinen Gruppen trainieren. Das heißt, wir teilen die etwas größere Anzahl von Gästen auf in drei oder vier Gruppen, dass wir maximal 5 Autos pro Gruppe haben, sodass wir sicherstellen können, dass wirklich jeder, der an unserem Training teilnimmt, alle Übungen tatsächlich auch selber durchgeführt hat und trainiert hat. Ja, was mir in Packfitz hervorragend gefallen hat, ist eigentlich, dass wir da in sehr kleinen Gruppen unterwegs waren und es ist so, wie wenn man einen Erste-Hilfe-Kurs macht. Es reicht nicht, sich darüber Videos anzuschauen und sich erklären zu lassen, wie es geht. Man muss es einfach machen. Und genau das stand dort im Vordergrund. Und dadurch, dass das nicht nur zwei Leute sind, die das da machen, sondern ein ganzes kompetentes Team, hatte man wirklich die Gelegenheit, alles, was zum Bergen dazugehört, auch selber auszuprobieren, alles selber durchzuführen. Das Training geht über 3 Tage, von Freitag bis Sonntag. Und wir üben und trainieren ganz verschiedene Situationen. Wir fahren natürlich erstmal viel im Gelände. Wir machen steiles Bergauf- und Bergabfahren. Wir trainieren Fahrzeuge mit der elektrischen Seilwinde zu bergen. Wir trainieren zum Beispiel das richtige Einweisen im Gelände und ähnliche Situationen. Wir überfahren Hindernisse. Es waren 3 tolle Tage. Ich habe jede Menge gelernt. Ich hatte mich bewusst für ein bisschen längeres Training entschieden, um Offroad mal von allen möglichen Seiten ein bisschen besser kennenzulernen. Einsatzseilwinde, Softschäkel, Anfahren am Berg, Gewässerdurchfahrt. Und es sei schon mal vorweggenommen, ganz zum Schluss kippen wir auch tatsächlich ein Auto um, ein fahrbereites Auto, was im Gelände umfällt und oder auf der Seite liegt und was wir dann gemeinsam wieder aufrichten unter professioneller Anleitung. Wenn man an unserem Offroad-Intensivtraining teilgenommen hat, hat man im Grunde jede Situation, die so im Gelände üblicherweise auftreten kann, mal kennengelernt und auch selber praktisch erfahren. Das heißt, man hat eine Seilwinde selber bedient, man hat einen Highlift-Jack ausprobiert, man hat ein kinetisches Bergeseil kennengelernt, sowohl im ziehenden als auch im gezogenen Fahrzeug, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich das anfühlt, wenn man mit einem solchen Bergetool umgeht. Was mir gut gefallen hat, war die Bergung mit den Spanngurten, um gegebenenfalls ein Fahrzeug, was umfällt, dementsprechend wieder aufzurichten. Und da an dem Tag, ich beziehungsweise ein paar Tage vorher, meine Seilwinde bekommen habe, war natürlich super, die Seilwinde da zum ersten Mal richtig zu testen unter fachmännischer Betreuung, wie man das dementsprechend macht. In diesen 3 Tagen wird natürlich auch sehr viel gefahren. Jeder in seinem eigenen Fahrzeug. Am Anfang fahren die Scouts natürlich vor und zeigen das Gelände und zeigen auch die Stellen, die ein bisschen knifflig sind, wo man ein bisschen hinschauen muss. Die restliche Zeit kann man dann auch selber frei fahren auf dem Gelände, um sich auch selber über die 3 Tage immer ein Stück weit selber zu steigern und vielleicht auch dann ein bisschen auf ein anderes Niveau zu kommen. Wir erleben das häufig, dass Leute am Freitag kommen, sind noch absolute Einsteiger und am Sonntag einfach schon einen richtigen Schritt nach vorne gemacht haben und sich einfach sicher fühlen im Gelände. Für Einsteiger auf jeden Fall ganz hervorragend geeignet, aber auch für Leute, die ein bisschen Routine bekommen wollen, weil fährt man ja nicht jeden Tag, ich sag mal, im Gelände und man hat ja auch nicht jeden Tag Bergesituationen, sodass man auch manche Sachen halt manchmal ein bisschen vergisst oder nicht mehr so ganz weiß, wie man es richtig anfasst, und das kriegt man auf jeden Fall wieder beigebracht.
an das eigene Fahrzeug sind keine besonderen Voraussetzungen gerichtet. Wichtig ist, dass es ein Geländewagen ist. Wenn der aber serienmäßig ausgestattet ist, reicht das vollkommen aus. Man braucht keine besondere Bereifung, man muss auch keine eigene Winde am Fahrzeug haben. Man muss noch nicht mal eigenes Bergematerial mitbringen. Das wird alles gestellt. Sämtliches Bergematerial ist verfügbar und wird auch ausgeteilt. Man bekommt von uns ein Funkgerät, wir können also die ganze Zeit in Kontakt stehen. Das Training ist ein All-Inclusive-Wochenende, das heißt, sämtliche Mahlzeiten und sämtliche Getränke sind im Teilnehmerpreis schon mit drin. Auch Bier, auch Wein, natürlich nur für abends. Tagsüber wird natürlich alkoholfrei ausgeschenkt. Die Unterbringung auf dem Gelände ist hervorragend. Man kann also im Hotel übernachten, man kann genauso gut eine Camp-Übernachtung machen. Und mit das Beste ist, das Essen, was dort serviert wird, ist für ein Offroad-Gelände wirklich hervorragend. Die Unterkünfte waren schön sauber, alles prima gemacht. Hervorragendes Essen, also der Support von den Herrschaften, die dieses alles da betreiben, war wirklich super. Extrem leckere Verpflegung. Man isst zu viel, aber davon reichlich. Auch sehr schön bei dem Offroad-Intensivtraining ist, dass wir das Gelände in Pegfitz an dem Wochenende exklusiv haben. Das heißt, außer unserer Gruppe ist niemand in dem Gelände. Also auch den Abend können wir frei gestalten. Wir werden auf jeden Fall Lagerfeuer machen und da natürlich gemütlich beisammensitzen. Wir haben die Möglichkeit, eine Uralfahrt zu machen. Das heißt, es ist ein 6x6 LKW, den wir bei 4x4 Passion auch schon mal vorgestellt haben. Und auf diesem LKW kann man dann eben mal erleben, wie es ist, als Passagier natürlich, mit so einem großen Gelände-LKW durchs Gelände zu fahren. Das ist also auch ein ganz tolles Erlebnis. Den Peter aus den 4x4 Passion Technik Videos kennt ihr ja sicherlich schon alle. Der Peter ist auch dabei bei diesem Offroad-Intensivtraining. Er ist auch da als Scout unterwegs, damit wir ihn mal aus seiner Werkstatt rauskriegen. In diesem Jahr, also in 2019, werden wir zwei Trainings durchführen. Das eine Training Ende März, vom 29. bis 31. März. Und das zweite Training machen wir vom 23. bis 25. August.